willkommen zum zweiten Home Espresso. Die Krise dauert an und nachdem wir anfangs keinerlei gute Einschätzung hatten, wie tief denn der Fall ist, sind wir jetzt zumindest etwas schlauer. Wir haben gesehen, dass bereits im März die Stimmungsindikatoren massiv eingebrochen sind und dass sich das im April fortgesetzt hat. Und mit dieser Entwicklung können wir berechtigterweise annehmen, dass wir schon früher als gedacht auch bei den gesamtwirtschaftlichen Zahlen einen massiven Einbruch sehen werden. Aufgrund dieser Tatsache haben auch wir begonnen, unsere Prognosen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und haben das Jahr 2020 auf globaler Ebene, aber auch insbesondere für Europa nochmal nach unten revidiert. Gleichzeitig sehen wir, dass in China die ersten Anzeichen da sind, dass sich die Wirtschaft erholt. Und wir sehen, dass in einigen europäischen Ländern, aber auch in den USA, die Kontaktsperren etwas gelockert werden. Dementsprechend gehen wir auch weiterhin davon aus, dass wir eine Erholung im zweiten Halbjahr bekommen. Im Vergleich zu den vorherigen Prognosen sind unsere jetzt etwas prononcierter und wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2020 einen Einbruch der Weltwirtschaft um knapp 3% haben werden, um dann im kommenden Jahr eine Erholung um ca. 3,8% zu sehen. Im Vergleich zu vielen anderen Prognostikern ist dieser Verlauf, obwohl er schon sehr dramatisch ist, doch relativ moderat anzusehen. Insbesondere die Erholung 2021 wird von vielen noch viel, viel besser gesehen. Wir gehen davon aus, dass auch im zweiten Halbjahr dieses Jahres, obwohl sich die Konjunktur wieder beleben wird, die Unsicherheit bleiben wird. Wir haben weiterhin keinen Impfstoff und es wird sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite, nämlich dem Verhalten von vielen Konsumenten, weiterhin eine Zurückhaltung geben. Dementsprechend glauben wir nicht daran, dass wir schnell das Vorkrisenniveau erreichen, sondern dies wird in vielen Ländern, inklusive Deutschland, erst im Jahr 2023 der Fall sein. Diese Erholung, die wir erwarten, ist im großen Maße dadurch hervorgerufen, dass die Zentralbanken, aber auch die Regierungen massive Lockerungsmaßnahmen durchführen. Das ist gut so. Es heißt aber auch, dass wir durch diese Maßnahmen einen sehr, sehr hohen Schuldenberg anhäufen und der wird sich nicht so schnell in Wohlgefallen auflösen. Das heißt, in den kommenden Jahren bleiben wir auf diesen großen Schulden sitzen und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen können. Einige Länder in der europäischen Peripherie dürften da nicht die Zeit haben, bis auf die Zukunft zu warten, wo sie den Berg vielleicht wieder abbauen können, sondern das Problem dürfte sich relativ schnell wieder stellen. In den jetzigen Updates der Ratingagenturen wurde es dennoch relativ klein gehalten. Mit dem Hinweis, dass die Finanzierungskonditionen sehr günstig sind, ist kein großer Fokus auf die steigenden Schuldenquoten gelegt worden. Wir denken aber, das wird sich ändern. Mit einer Schuldenquote von fast 180% oder sogar darüber in Italien kann man sicherlich nicht die Augen davor verschließen und das Thema dieser Downgrades wird nochmal aufkommen. Da ist Europa gefordert und die jetzigen Bemühungen in Richtung eines Wiederaufbaufonds, was nicht nur Kredite an Italien rübergibt, sondern eine Vergemeinschaftung der Schulden beinhaltet, wird sicherlich an Fahrt gewinnen. Doch diese Lösungen werden nicht schnell kommen, insbesondere wenn kein großer Marktdruck da ist. Daher gehen wir davon aus, dass man von der politischen Seite sich eher in Zurückhaltung üben wird und ähnlich wie in der Finanzkrise erneut die EZB als Lückenbüßer einspringen muss. Dementsprechend ist es wahrscheinlich, dass wir nicht jetzt schnell, aber im Verlauf des Jahres nochmal eine Aufstockung der EZB-Programme bekommen werden, die versuchen werden, den Druck, der auf die Peripherieanleihen entstehen wird, einzudämmen. Nach der Rallye, insbesondere am Aktienmarkt im April, stellt sich daher die Frage, geht es weiter? Ist die ganze Krise vorbei? Schauen wir nur nach vorne und es ist alles gut? Mittelfristig gehen wir davon aus, dass es der Fall ist. Kurzfristig glauben wir aber, dass wir nochmal eine Korrektur nach unten sehen werden.
Der Boden ist noch nicht nachhaltig erreicht und mit den Fragen, die ich gerade angesprochen habe, insbesondere auf die Verschuldung, dürfen auch nochmal Zweifel aufkommen. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Und selbst in dem Szenario, unserem Basisszenario, wo wir keinen zweiten Lockdown prognostizieren, dürfte es nochmal eine Korrektur an den Kapitalmärkten geben, bevor wir dann auf eine mittelfristige Erholung zusteuern. Auch der nächste Espresso wird dementsprechend wohl wieder aus dem Homeoffice stattfinden. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.